Ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-Username Komet Matti am 14.08.2011. Ja, ich bin umringt hier von meinem Lieblingssänger. Ich bin seit 16.08.1977 Elvis-Fan. Ja, am 16.08.1977 ist er auch gestorben. Und am 16.08. diesen Monats hat er dann wieder praktisch seinen nächsten Todestag. Ich gedenke da jedes Jahr dran. Und da ich jetzt nicht extra deswegen ein Elvis-Video machen wollte, ein neues, beziehungsweise das Video ja nun 2 Tage vorher erscheint, dachte ich, okay, informiere ich euch mal darüber, dass Elvis am 16.08.1977 gestorben ist und ehre ihn auf meine Art und Weise damit. Das soll es denn jetzt aber auch reichen, denn das ist ja ein News-Video und da geht es um PC- und Videospiel-News. Aber ihr wisst ja, Elvis ist auch mein großes Hobby und ja, der muss eben auch geehrt werden auf seine Art. Also, ich melde mich gleich nochmal wieder und dann geht es mit dem eigentlichen Video los. Ja, hier ist der Matti aus Berlin, wisst ihr ja, und jetzt geht es mit dem eigentlichen News-Video weiter. Aber bevor ich loslege, habe ich so ein paar Dinge, die ich eigentlich noch erwähnen wollte. Und zwar, ein paar Leute wussten gar nicht, dass in meinen News-Videos eben auch Texte eingeblendet werden. Sei es eben von meinen Typen, die auf der Lampe sitzen, oder dass ich noch News-Meldungen in dem Video einfüge. Es gibt manche Funktionalitäten, was weiß ich, iPod oder so, keine Ahnung, wo die Texte vielleicht nicht einsehbar sind. Man kann die ja auch ausstellen. Nur zur Info, dass einige wussten das noch gar nicht, dass da überhaupt Texteinblendungen drin sind. Jetzt wisst ihr es. Dann als nächstes habe ich mir dieses T-Shirt hier als Solidarität für alle Schüler angezogen, denn in Berlin geht am Montag wieder die Schule los und deswegen habe ich gedacht, ach, solidarisiere ich mich mal mit den Leuten. Ich weiß nicht, ob ihr das hier lesen könnt, aber ich denke mal, ihr wisst ja, wovon ich spreche. Schule ist natürlich super geil, das wissen wir ja alle, wenn wir sie nicht haben. So, mit den, dann habe ich hier noch was Interessantes und zwar bei RTL Punkt 12 lief am Freitag, glaube ich, vorgestern, wurde über eine Studie berichtet, jetzt eine ganz neue Studie. Ich habe leider noch nicht so viel darüber rausgekriegt, aber sie haben ein bisschen was gezeigt, die eben ergab, was wir ja eigentlich alle schon wissen, dass Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene, die sogenannte Killerspiele spielen, also Ego-Shooter zum Beispiel, auf jeden Fall nicht dadurch zum Amokläufer oder zum Gewalttäter werden, sondern dass es vielmehr an der Bildung liegt. Ja, das ist auch interessant. Und auch an dem sozialen Umfeld. Und das ist eine ernstzunehmende Studie gewesen, also nicht irgendein Schnickschnack. Und das ist, unterstreicht eigentlich das, was wir ja sowieso schon den Politiker und Politikerinnen voraus haben. Nämlich, dass wir wohl besser wissen, wie wir damit klarkommen. Und ja, ihr wisst ja, dass ich gegen Verbote und Zensur bin. Und ich kann so eine Studie nur begrüßen. Ich kenne jetzt auch noch keine einzige seriöse Studie, die aussagt, dass wenn zum Beispiel einer sein ganzes Leben lang oder in jungen Jahren Counter-Strike spielt, dass deswegen aus diesem Grund er Amok läuft. Aber dazu habe ich Ihnen schon ein paar Videos gemacht. So, was die News-Videos anbetrifft, habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Euch ist ja sicherlich aufgefallen, dass die länger geworden sind. Früher waren News-Videos 10 Minuten lang und dann waren es 15 Minuten oder mal 18 Minuten. Jetzt sind sie meistens über 20. Daher möchte ich euch jetzt 2 Möglichkeiten anbieten. Entweder dauern die News-Videos in Zukunft exakt 20 Minuten. Das heißt nicht, dass es nicht mal ein paar Minuten weniger sein können oder ein paar Minuten mehr. Oder sie dauern exakt 30 Minuten. Jetzt werden natürlich manche sagen, ja, 30 Minuten, das ist es. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ist zwar alles interessant, aber so 30 Minuten vorm Bildschirm zu sitzen, das ist schon anstrengend. Deswegen überlegt euch das ganz gut, was ihr gerne wollt. Ich tendiere so zu 20 Minuten, aber ich akzeptiere auch 30. So, und das Neue daran ist, dass ich das in 2 Blöcken machen möchte. Ist euch ja schon aufgefallen, dass ich die News-Videos sowieso schon geteilt habe immer. Nur jetzt, wenn ihr euch zum Beispiel für 30 Minuten entscheidet, dann werde ich nach 15 Minuten praktisch eine Pause einlegen, mich umziehen und dann geht das Video weiter. Oder wenn ihr euch für 20 Minuten entscheidet, nach ungefähr 10 Minuten. Das soll für euch die Möglichkeit geben, genau an dem Punkt, wenn ihr nicht mehr weiter gucken könnt oder wollt, keine Zeit, keine Lust habt, da aufhören können und wisst, okay, wir setzen dann am nächsten Tag mit dem zweiten Teil an, da gucke ich mir den Rest an, dass ich also nicht praktisch mittendrin irgendwo aufhöre, sondern das ist einfach so, dass man weiß, okay, wenn man unten
hinspult zu der Stelle, dass man ungefähr weiß, bei 10 Minuten oder 15 Minuten ist das eine Video beendet und fängt das nächste an. Das nur als Angebot. Es wäre nett, wenn ihr euch vielleicht mal Gedanken darüber machen könnt, ob euch 30 oder 20 Minuten lieber sind. Natürlich immer unter Vorbehalt, mal gibt es mehr oder weniger zu berichten. Dieses Video wird mit Sicherheit länger als 20 Minuten. So, jetzt gehe ich mal da kurz rüber und hol mal meine News. Da habe ich jetzt natürlich wieder einiges für euch zusammengesucht. News, dann wieder die merkwürdigste Frage der Woche und Antwort. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mails mal rausgesucht, die ich oder Nachrichten, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Und natürlich wieder tonnenweise News. Wir fangen jetzt auch mal damit an. Und zwar, kein E-Shop, schwaches Line-Up, Nintendo über Fehler beim 3DS statt. Ich habe mir das Teil immer noch nicht geholt, reizt mich überhaupt nicht. Gut, das Ocarina of Time sieht klasse aus und beim Verkehrsmuseum habe ich mir auch mal den 3DS angeschaut. Okay, aber im Moment tendiere ich noch eher zu Sonys Vita hin. Das erfolgreiche Nintendo hat nun endlich eingeräumt, das erfolgreiche Nintendo-Unternehmen, Entschuldigung, dass beim Verkaufsstart des Nintendo 3DS im Frühjahr 2011 deutlich eigene Fehler gemacht wurden. Wir hätten wichtige Spielemarken und stärkere First-Party-Titel gebraucht, so Nintendo of America Präsident Reggie Fils Aimee über die Markteinführung. The Legend of Zelda Ocarina of Time erschien im Juni 2011 und verkaufte auch mehr Hardware. Also dieses Spiel war mitverantwortlich dafür, dass sich Leute ein 3DS gekauft haben. Und kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das auch miterlebt, dass das einige getan haben. Ähnlich sei es auch mit Star Fox in Japan. Hoffnungen knüpft Nintendo auch an kommenden Top-Games wie zum Beispiel Pokémon Rumble Blast, Super Mario 3D Land und Mario Kart 7. Denkt schon der siebte Teil. Womöglich hätte Nintendo auch einige von diesen Top-Spielen im Zeitraum der Markteinführung des Handheld schon anbieten sollen, wie Fails Amy meint, dann hätte sich der 3DS wohl möglich besser verkauft, sagte er. Außerdem hätte Nintendo seinen geplanten E-Shop mit einem umfangreichen Spiele-Line-Up viel früher eröffnen sollen und nicht erst im Juni 2011. Natürlich haben wir sehr viele Fehler gemacht. Ja, ich finde es schon mal sehr gut, wenn das eingesehen wird. Und nun ist Nintendo ja eigentlich kein neuer Hase mehr in der Branche. Der weiß ja, wo der Pfeffer läuft. Aber die Fehler hätten sich eigentlich sparen können. Aber wenn sie jetzt im Nachhinein nochmal loslegen, umso besser. So, dann geht es weiter. Natürlich bedanke ich mich wieder bei den News. Ich bedanke nicht mehr bei den News, sondern ich danke wieder GameFront.de für die News. So, Counter-Strike, global Offensive für PlayStation 3 und Xbox 360 angekündigt. Hört, hört. Das Unternehmen Valve gab nun bekannt, dass man an den kommenden Shooter Counter-Strike, global Offensive für PlayStation 3 und Xbox 360 arbeitet. Die wahrscheinliche Veröffentlichung soll im PlayStation Network und auf Xbox Live Arcade weltweit Anfang 2012 stattfinden. Counter-Strike Global Offensive soll die teambasierte Actionspielmechanik erweitern, die schon mit dem erfolgreichen Shooter Counter-Strike vor 12 Jahren begonnen hat. 12 Jahre Counter-Strike, das ist doch Wahnsinn. Einige sind praktisch damit aufgewachsen, sind aus dem Mutterleib rausgewürgt worden und gleich haben sie Counter-Strike gespielt. Also Hammer. Es gibt etliche neue Karten, interessante Charaktere, mächtige Waffen und aktualisierte Versionen klassischer Counter-Strike-Inhalte. Zum Beispiel eine überarbeitete Fassung der D-Dust, also D-E-D-U-S-T-Karte. Dazu sollen auch noch neue Spielmodi, Matchmaking, Ranglisten und noch vieles mehr kommen. Die derzeitigen Entwicklungsarbeiten teilen sich Valve und das in Seattle ansässige Studio Hidden Path Entertainment. Counter-Strike Global Offensive soll auf der PSX Prime, also 26.08. bis 28.08. läuft die 2011 in Seattle, USA und auf der Eurogamer Expo 2011 findet von 22.09. bis 25.09.2011 statt in London spielbar präsentiert werden. Naja, ist doch mal klasse, jetzt auch mal ein eigenes Counter-Strike zu kriegen für die Konsolen.
So, Ninja Gaiden 3, spielbar auf der Gamescom? Fragezeichen. Zur Gamescom möchte ich nochmal sagen, ich werde wahrscheinlich nicht da sein, weil ich da jetzt in letzter Zeit wieder sehr viel gefragt werde. Und warum werde ich nicht da sein? Es ist mir ein bisschen zu weit. Als es noch hier im Ostbereich war, da bin ich 2 Stunden oder 1,5 Stunden hingefahren. Köln ist mir dann doch wieder zu weit. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich da so meine Ruhe habe, wie ich mir das wünsche. Das Unternehmen Tecmo Koei gab nun bekannt, dass das kommende Actionspiel Ninja Gaiden 3, PS3, Xbox 360, auf der Gamescom, also die läuft vom 17.8. bis 21.8., auch in spielbarer Form präsentiert wird. Gleichzeitig veröffentlicht der erfolgreiche Publisher noch ein neues Artwork. Das Ninja Gaiden 3 reizt mich im Moment noch gar nicht so, muss man mal abwarten. Child of Eden mit 3D- und Move-Unterstützung? Fragezeichen. Das Unternehmen Ubisoft gab bekannt, dass die PlayStation-Version des schweren Musik-Shooters Child of Eden, PS3, Xbox 360, stereoskopisches 3D und PlayStation Move unterstützen wird. Voraussichtlicher Erscheinungstermin in Europa, 27.09.2011. Ist ein schweineschweres Shooterspiel mit ganz abgefahrenen Themen und Musik und Level-Design. Also Wahnsinn. So, weiter. Metal Gear Solid HD Collection mit regionalen Unterschieden? Fragezeichen. In der kommenden Metal Gear Solid HD Collection PS3 Xbox 360 wird es regionale Unterschiede geben. Wie Produzent Hideo Koyama von Konami auf Twitter schreibt: In Japan umfasst die Spielesammlung Metal Gear 2, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, und Metal Gear Solid 3. Außerdem liegt dem Titel ein Download-Code für das kultige Original Metal Gear Solid 1 bei. Das habe ich übrigens damals sogar gespielt auf der PlayStation 1. In Amerika enthält die Version ebenfalls Metal Gear 2 und 3, dazu aber auch noch das HD-Update von Metal Gear Solid Peace Walker. Die Metal Gear Solid 3-Version basiert in beiden Regionen auf Metal Gear 3 Substance. Sie enthält mehr Kamera-Option, emulierte Versionen von Metal Gear vom MXX 1987 und Metal Gear 2 Solid Snake MSX 1990. Metal Gear Solid 2 basiert laut Koyama auf Metal Gear Solid 2 Substance. Ich schnall da gar nichts mehr durch, aber die Metal Gear-Fans wissen schon, was gemeint ist. Diese Version enthält neue Extra-Modes und aufregende Missionen. Voraussichtlicher Erscheinungstermin in Europa November 2011. Also irgendwie das und jenes und alles verknüpft miteinander. Aber ja gut, ihr werdet das, denke ich mal, schon verstanden haben. So, müssen wir ein bisschen auf die Uhr achten. Seht, ich mache heute ein bisschen Tempo. So, dann habe ich eine kleine Statistik aus meinem Fachbereich, also aus meinem Laden, die Komet. Oh, ich muss Schluss machen. Wir sehen uns also dann gleich im zweiten Teil. Bis dann. Tja, da bin ich mit dem zweiten Teil. Und jetzt, das habe ich natürlich vergessen, noch schnell die Uhr stellen. Das hätte ich natürlich jetzt alles schon mal besser machen können. Aber ihr wisst ja, alles ist live. So, 20, dann ist das genau um 21 Uhr, müsste das klingeln. So, okay. Also, wie ihr seht, das ist alles noch ein bisschen chaotisch, aber ich kann jetzt nicht immer genau auf die Minute aufhören. Aber nächstes Mal, wie gesagt, wird dann entschieden, ob ich nun 20 Minuten oder 30 Minuten in Zukunft mache. Und ich denke mal, das ist wie so eine Werbepause. Jetzt konnte jemand beim ersten Teil aufhören und theoretisch morgen weitergucken. Ich meine, die meisten ziehen sich das sowieso rein. Also gleich in einer ganzen Linie. So, also ich war bei der Statistik der Woche stehen geblieben, bei der Komet-Statistik, also was bei mir so los war. Und da schreiben wir das immer auf. Und zum Beispiel 56%, nee Quatsch, Entschuldigung, 60% der Komet-Ladenbesucher waren in der letzten Woche männlich. Wir haben sowieso meistens männliche Kunden. Das ist übrigens hier der Hut von Freddy Krüger. Aber mich fröstet es ein bisschen damit. Den setzen wir mal jetzt ab und zack. So, 70% aller Komet-Kunden haben Games Uncut und Index Games gekauft. Ja, das ist ja so ein Schwerpunkt. 30% aller Komet-Kunden haben mehr als ein Spiel in der letzten Woche gekauft. 100% aller Komet-Kunden waren in der letzten Woche freundlich und sachlich. 0% der Kunden regten sich über Tatsachen auf, für die Komet nichts kann.
Zum Beispiel, Sie bestellen etwas, das Paket kommt nicht und wir sind schuld, oder die Post fliegt in die Luft oder ertrinkt und wir sind schuld. Also immer so Sachen, wofür wir nichts können. 40% aller Komet-Kunden in der letzten Woche waren Neukunden. 20% von diesen Neukunden wollten eine Komet-Kundenkarte bzw. Nummer machen. Ja, das ist, denke ich mal, eine schöne Sache. Dann die erfolgreichsten Spielgeräte bei mir waren in der letzten Woche auf Platz 1 die Xbox 360. Also die hat praktisch am meisten Spiele verkauft. Dann kommt die PlayStation 3, dann kommen DVD-Filme und Musik-CDs. Im Sommer stelle ich halt immer so einen Tisch raus und verkaufe da DVD- und Musik-CDs. Platz 5 ist Nintendo DS-Spiele, dann Platz 6 PC-Spiele, Platz 7 PSP, Platz 8 Wii-Spiele, Platz 9 verschiedene Figuren und Platz 10 PlayStation 2-Spiele. Und von 11 bis 21 teilt sich dann Sega Mega Drive, Dreamcast etc. So. Gut, das war jetzt mal so ein bisschen Statistik. Gucken wir mal weiter. Habe ich überhaupt noch ein paar News oder war es das jetzt schon? Ja, hier haben wir noch ein bisschen was. So, Arcana Head 3, Paltamin. Das Unternehmen Arc System Works und Examu gaben nun bekannt, dass das kommende Prügelspiel Arcana Head 3 Xbox 360 PS3 am 25.08.2011 auch in Europa ausgeliefert wird. Das ist klasse. 3DS Super Mario 3D Land USA Termin. Das Unternehmen Nintendo gab bekannt, dass das Action-Jump-and-Run-Spiel Super Mario 3D Land im November 2011 in den USA ausgeliefert wird. Die Europa-Termin, Europa-Termin wurde noch nicht genannt. Ja, wir haben ja bald Wahlen hier in Berlin. Da müssen wir wieder einen neuen Bürgermeister wählen. Ich bin ein sehr stolzer Berliner. Ich liebe diese Stadt und ich bin froh, dass ich ein Berliner bin. War ich schon immer gerne. Das nur mal dazu. So, die ersten Eindrücke zum Shooter Bodycount. GameSpot hat den kommenden Shooter Bodycount PS3 Xbox 360 vom Unternehmen Codemasters bereits angespielt und seine aktuellen Eindrücke bekannt gegeben. Minuspunkt. Im Bodycount-Modus muss der Spieler die Feinde möglichst kreativ umbringen. Zum Beispiel mit einem direkten Kopfschuss, einer tödlichen Granate, einem stillen Kill von hinten und so weiter. Da würden sich ja wieder einige drüber freuen, die die Spiele bewerten, um möglichst viele Punkte zu erhalten. Genau das mal mögen die ja nicht so gerne, dass man Menschen oder so töten muss und Punkte dafür kriegt. Aber soll es auf dem Index kommen, verkaufen kann man es trotzdem an 18-Jährige. Die Intelligenz der zahlreichen Gegner ist allerdings noch extrem seltsam. Die Feinde sind zum Beispiel ziemlich unfähig, auch Granaten zu werfen und bringen sich sinnloserweise selbst um. Dadurch kommt der Spieler zwar schnell durch den Level des Shooters, doch wenn es darum geht, möglichst ausreichend Punkte zu kriegen, dann ist das schon so ein Problem. Noch ein Minuspunkt. Die Umgebung soll ziemlich zerstörbar sein, jedoch gibt es dann doch Einschränkungen. Die erste Mission handelt in einem stark heruntergekommenen Dorf, in dem arme Bewohner in sehr schäbigen Hütten hausen. Augenscheinlich müssen die notdürftig zusammengebauten Häuser auch zerstörbar sein, doch das sind sie merkwürdigerweise nicht. Selbst einer Granate halten die Hütten ohne Probleme stand. Ist das ein Wunder oder die merkwürdige Logik der Game-Verantwortlichen? Also du kannst alles wegsprengen, aber so eine alte, zusammengeschusterte Hütte aus Pferdekot und Schnürsenkeln und so weiter und Streichhölzern bleibt stehen. So, Pluspunkte. Die Steuerung ist ziemlich gut und die Waffenauswahl auch sehr passend. Noch ein Pluspunkt. Der operative Support-Button ist auch eine ziemlich coole Idee und sein Einsatz macht auch reichlich Spaß, wenn man so tödliche Luftanschläge befehligt und mittels eigenen Adrenalinstoß mehr Schaden einstecken kann. Noch ein Pluspunkt, das wichtige Punktesystem sorgt für einen sehr hohen Wiederspielwert, weil man ja stets eine immer noch höhere Punktzahl erreichen will. Ja, noch eine letzte Nachricht, Final Fantasy Typ 0 Demo erhältlich. Das Unternehmen Square Enix gab bekannt, dass eine Demo zum kommenden Rollenspiel Final Fantasy Type 0 ab sofort im japanischen PlayStation Store zu haben ist. Die Demo kann auch von der offiziellen Website heruntergeladen werden. Die Dateigröße beträgt
332 MB, die Dateigröße, also sowas. Also, dass ich manchmal so hier falsch lese, das ist schon ganz schön scheiße, echt. Also, da bin ich echt enttäuscht, ja. So eine blöde Scheiße. Gut, jetzt machen wir mal weiter. Voraussichtlicher Erscheinungstermin in Japan, 13.10.2011. Ein europäischer Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt. So, jetzt kommen wir zu ein paar Mails, die ich bekommen habe. Von Mega MV King, Mega MV King, vor ungefähr einer Woche. Hey Matti, nur zu dem Wort Nerd. Nerd ist meiner Meinung nach ein Lob, da Nerd für Technikfreak steht, was überhaupt nichts Negatives darstellt. Übrigens, mach auch weiter so. Ja, es gibt Leute, die nennen einen halt Nerd oder was weiß ich. Und manchmal ist das halt böse und manchmal ist das positiv gemeint. Mir ist das eigentlich relativ egal. Mr. Spitzname, auch vor ungefähr einer Woche. Glückwunsch zu 6.100 Abonnenten. Nur noch circa 66.000 Klicks bis zu 1 Million Aufrufe. Keep up your good work. Weiter so. Inzwischen ist es ein bisschen mehr. Ja, auf meine erste Million Zuschauer freue ich mich jetzt auch schon. Mal sehen, wer der millionste Zuschauer ist. Kann ich leider nicht ermitteln, aber wäre interessant. So, Pizza Demon vor 3 Wochen. Wenn ich Spieleverkäufer wäre und mir so Geschichten wie dir passieren würde, ich weiß nicht, wie oft es Leichen gegeben hätte. Uiuiui. Wenn mir einer kommt mit, ich schlag dir den Laden zu Kleinhaus. Holz aus Volumen 13, skandalöse Erlebnisse eines PC- und Videospielverkäufers, das ist ja meine Serie, dann hätte er den Lauf einer Schrotflinte im Gesicht. Geht leider nur in Amerika. Naja. Dann Primus 90 vor 3 Wochen. Dachte er, du bist 36. Wenn du in meiner Nähe wohnen würdest, denke ich, wir wären all wat? Bald Freunde. Mach weiter so und bleib so ehrlich und toll, wie du bist. 36. Ja, fast. So, Flows LPs vor 3 Wochen. Deine News sind echt klasse. Und dein Englisch ist gar nicht mal so schlecht, da vieles ja eingedeutscht wurde. Und mir persönlich ist das auch egal. Ich finde deine Videos einfach nur lustig. Ich hoffe, du machst weiter so. Ich würde auch gerne bei deinen Interviews mitmachen, nur wohne ich leider nicht in Berlin und meine nächsten Spiele kaufe ich bei dir. Daumen hoch und weiter so. Du wohnst nicht in Berlin und kaufst die nächsten Spiele bei mir? Okay. Zu den Interviews meldet euch weiterhin, gerade Leute aus Berlin. Ich brauche noch ein paar Interviews. German Turio. Was? Turio. Tu. T-U. Turial. Sful. Also German und das, was ich gerade buchstabiert habe. Deine Videos sind gut und du bist auch sympathisch. Ach echt? Auch wenn dein Englisch nicht gut ist, desto besser ist dein Deutsch. Sage ich auch, und ich bin noch Deutscher und das ist auch das Wichtigste. Würde auch mal gerne in deinem Shop vorbeischauen, aber wohne knapp 500 Kilometer weit weg. Naja, wenn ich mal wieder in Amerika, in Berlin bin, schaue ich gerne mal vorbei. Ich habe mir das mal auf meinen Zeugnissen angeguckt. Ich habe damals, wurde ich von Englischunterricht befreit in den 70er Jahren. Ich weiß gar nicht warum und hatte dafür mehr Deutschunterricht, was mir natürlich heute auch zugute kommt. Natürlich wäre es auch schön, wenn ich Englisch könnte. So, AAC, also ACC zum Chillen vor einem Monat. Ich liebe deine Videos, wie du dich für die Gamer einsetzt und du sagst immer deine Meinung. Das finde ich sehr toll. Was ich nebenbei noch wissen wollte, da Dead Island in Deutschland nicht erscheinen wird, wollte ich dich fragen, ob du es bei dem Release bei dir im Laden verkaufen wirst. Ist zwar noch früh, aber ich wollte es gerne wissen, weil Deutschland sich mal an anderen Ländern ein Beispiel nehmen sollte. Ich würde mich auf eine Antwort freuen. Natürlich werde ich das Spiel verkaufen, solange es nicht verboten ist, kriegt man es natürlich selbstverständlich auch bei mir zu kaufen. Aber Dead Island müssen wir mal gucken, ob das wirklich so klasse ist. Da sind ja einige schon mal ein bisschen skeptisch. So, jetzt haben wir die merkwürdigste Kometfrage. Ihr wisst ja, ein Kunde hat mir eine Frage gestellt und ich gebe jetzt euch die Antwort, die ich dem Kunden natürlich nicht gegeben habe. Und zwar hat ein junger Kunde zu mir, ge also mich gefragt, bauen Sie mir einen neuen Chip in meine PlayStation 2 ein? Ich will dadurch wirklich keine Spielraubkopien spielen, sondern nur eine Tastatur und Maus anschließen können. Aha, dazu braucht man also einen Chip. Naja, und meine Antwort, die so leider nie meinen Mund verlassen durfte.
Das ist dann natürlich etwas völlig anderes. Ja, stimmt schon, Sie brauchen, um an Ihre PlayStation 2 eine Maus und Tastatur anschließen zu können, tatsächlich einen Chip, mit dem es dann möglich ist, Importspiele aus Amerika und Japan abzuspielen, aber auch Raubkopien. So, wie gesagt, ich antworte Ihnen natürlich ironisch und sarkastisch. Die Tastatur bekommen Sie ja in jedem gut sortierten Tankstellen-Sexshop und eine Maus nun ja in jeder Zoohandlung. Achten Sie bei der noch lebenden Maus bitte darauf, diese nicht allzu schnell zu bewegen, denn gerade bei Strategiespielen und Ego-Shootern, wo die Maus oft sehr schnell bewegt werden muss, neigen gerade sensible Made in Hongkong-Mäuse zum unkontrollierten Abkotzen. Am besten, Sie füttern Ihre Maus vorm geplanten Spielen nicht, denn kann auch nicht viel auf Ihrem Mauspad landen. Lassen Sie sich beim Anschließen und Benutzen einer Maus, die nur nutzbar ist, wenn man einen Chip in seinem Gerät hat, nicht vom internationalen Tierschutz erwischen bzw. beeindrucken. Noch ein paar Worte zur Tastatur, die nur benutzbar ist, wenn Sie einen Chip in Ihrer PlayStation 2 haben. Na? Lassen Sie sich von einem Verkäufer auf keinen Fall eine Inventur andrehen. Was? Inventur andrehen. Achten Sie darauf, dass er Ihnen eine Tastatur am besten mit ganz viel Tasten drauf verkauft. Auch eine Tastatur mit japanischen Schriftzeichen ist wenig hilfreich für Sie. Was meinte ich denn jetzt hier mit Inventur? Fall eine Inventur andrehen. Ach so, Inventur ist ja das, dass man das alles prüft, was man noch verkauft hat. Und ja, man soll sich auch keine japanische Tastatur andrehen lassen mit japanischen Schriftzeichen. Ja, da würde ich wahrscheinlich auch durchdrehen. Auf meiner Tastatur kann man keinen Buchstaben mehr erkennen, keine Zahl, aber ich kann trotzdem damit wunderbar noch umgehen. Ja, das ist die Antwort, die so meinen Mund nie verlassen durfte. Ich baue grundsätzlich keine Chips ein, habe das auch nie gemacht, habe nie Geräte umgebaut, weil ich kann nicht gegen Raubkopien sein und gleichzeitig solche Chips einbauen. Das mache ich nicht und daran sind auch schon viele Läden zugrunde gegangen. So, jetzt machen wir nochmal hier die Würfel. Ihr kennt das ja. Wieder, ach, jetzt habe ich meinen Gong hier vergessen. Ihr wisst ja, ich werde jetzt wieder ermitteln, was ihr nächste Woche mit euren Lieben machen dürft, mit Gegenständen oder mit Lebewesen. Und da wird jetzt gewürfelt. Also jetzt habe ich zwei. Warte mal. Und als erstes steht hier wieder drauf Brüste. Oh je, das ist wieder so heikel hier. Und, oh nee, das kann ich jetzt nicht vorlesen. Das kann ich nicht vorlesen. Hier steht Brüste lecken. Ah, nee, das muss ich jetzt normal machen. Das kann ich jetzt nicht machen. Warte mal. Das ist mir denn schon ein bisschen zu. So, jetzt haben wir hier Lippen. Das klingt schon ein bisschen besser. Und kitzeln. Ja, Lippenkitzeln finde ich besser als Brüste lecken. Gut, man kann jetzt eine Hühnerbrust nehmen oder eine Putenbrust oder was weiß ich oder mal von Wal oder so. Man muss natürlich jetzt nicht gleich wieder alles sexistisch sehen. Aber da ich ja jugendfreie Videos mache, gut, nehmen wir jetzt Lippenkitzeln. Ihr dürft also nächste Woche Lippenkitzeln von allen, die ihr lieb habt oder von Gegenständen, von euren Fischen, egal. Das war's. Bis dann, euer Matti aus Berlin. Und zum Abschluss noch ein paar Seifenblasen. Kommt ja, sag mal, ist sie kaputt oder was? Hä, eigentlich?